Das heißt, uns fehlt ja irgendwie am Ende nicht mehr viel. Ja, ich werde auch einen zweiten Fischer hier hinsetzen und dann ist zumindest erstmal die Grundversorgung gesichert. Ich werde mich mit den nächsten Leuten dann darauf konzentrieren, die denn entstehen, dass ich schon mal ja, Krankheiten und so ausmerze, sprich Arzt setze und so weiter und so fort. Bei den ersten Häusern direkt mit, dass das schon mal gesichert ist. Dann wieder einmal Ressourcen machen. Vielleicht den Forester nochmal ein bisschen hochpushen, wobei ich nicht glaube, dass ich das jetzt am Anfang noch brauchen werde. Das wird nachher erst wieder interessant, wenn hier alles weg ist. Und wir können den Jungs und Mädels ja schon mal gefallen tun. Was haben wir denn hier? Storage Cat mit dem Lockstone und Iron ist fast voll. Ja, perfekt. Macht nix. Und hier der Bauarbeiter. Und mal hier so eine Steinstraße lang. Ich hätte gerne die da. Das Ganze bitte einmal zweifach Aushörer. Ups. Und dann kann hier nochmal was rum. Und dann kann hier hinten nochmal was lang. Und der Waterclimber, guck mal, wie das Ganze aussieht. Und die packen das da sogar schon neben, der läuft doch. Ja, dann mal schauen, wie das nachher aussieht mit dem Weg hier, ne? Ich sag ja, ich brauche ein Zentrallager. Das ist, was ich damit meinte. Das habe ich mir schon gedacht. Also. So, das sollte erstmal reichen. Das sollte für den Anfang auf jeden Fall erstmal genügen. Normalerweise ist es ja so, man macht das eigentlich so, möglichst kurze Wege immer zu machen, aber. Ne. Soll ja hübsch hier und so. Kasten reise ich nachher sowieso hier hinter weg. Aber damit sie erstmal die Möglichkeit haben, ein bisschen schneller zu arbeiten, einmal alle. Yep. Und sich vor allen Dingen ein bisschen schneller zu bewegen, weil das macht ja schon einiges aus. Wenn sie über die Steinwege laufen und über die Malenwege laufen, als wenn sie nur über das Grasland laufen, ist ja doch schon ein Geschwindigkeitsunterschied. Auch wenn sie gerne querfeld einlaufen. Ja, moin. Perfekt. Häuserle. Vorher war doch schon mal ein paar Häuserle. Jetzt machen wir mal 1, 2, 3, 4 Stück. Wobei, das gefällt mir noch nicht. Hier weg. Nein, 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 komm gar nicht auf die Idee. Weg damit. Gleich weg damit.
Die müssen doch noch weiter nach unten. So, Weg sitzt überall. Ah, die klappt mir noch irgendwo. Ach, da vorne. Fertig? Gut. Nächste, was mir aufgefallen ist, was ich auch vergessen habe, wo ich gerade das Werkzeugsymbol sehe. Blacksmith. Ich brauche einen Blacksmith. Warum brauche ich einen Blacksmith? Werkzeug. Bitteschön, du gehst dahin. Viel Erfolg, Leute. Oh. Nahrungsmittel am Limit. Dass ich das nochmal leben darf. Aber Freunde, glaubt mir, das wird nicht lange so bleiben. So viel kann ich verraten. Es wird nicht lange so bleiben. Das war das erste Mal, dass ich das sehe. Ja gut, er natürlich als Priority hier. Ja, wenn sie ohne Werkzeug arbeiten, dauert das natürlich ein bisschen länger. Alles klar. Aber der Blacksmith ist da. Nimmt jetzt seine Arbeit auf. Und dann im selben Atemzug bauen wir hier neben nochmal einen Storage-Bahn hin. Wenn er natürlich clever ist, versorgt er sich als erstes mal selber damit. Ja gut, das wird automatisch verteilt, das ist gut. Immerhin schon mal einen Anfang. Mal 2 von 4, dann machen wir mal alle 4 dazu. Ja, ansonsten läuft das doch hier. Läuft die Stadt, die niemals schläft. Perfekt. Iron Tools, 11 Stück. Da wird auch schon eingelagert. Wunderbar. Das heißt, die 4 können sich wieder anderen Aufgaben zuwidmen. Wobei, einer bleibt mal bitte. Du machst mir nämlich jetzt erstmal nochmal ein Stückchen Straße hier hin. Juppala. So, und der Rest von euch, tut mir mal bitte Gefallen. Macht mir hier unten einmal alles frei. Einmal hier alles frei, danke. Weil dann setze ich hier vorne noch Felder hin. Und unterhalb dieser Kante fange ich dann an, Häuser zu setzen. Dann wird das Ding nämlich langsam abgelöst. Dann passt das auch. Na komm. Verweint, soll es auch was zu tun haben. Mal 400 soll sich auch lohnen für dich. Einheiten zum Essen. Und ja, mit dem Holz warte ich ab. So, Weg bitte. Dann hätte ich hier ganz gerne noch einmal Beinstraße lang. Einmal eine Steinstraße, bitte. Na, geradeaus runter, du Sack. Oh. Das war mal der Sommerwinterwechsel.
Und dann sollten wir das auch gleich haben. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Und dann werde ich gleich mal die Straßen wechseln. Ach was. Ja gut. Das kann auch interessant werden. Da bin ich ja mal gespannt, was das nachher ergibt. So. Kann ich ja einfach so beschreiben? Tatsache. Lass ich da immer zwei zwischen frei? Oder besser gesagt, brauche ich die Straße doppelt breit? Aber wobei einfach reicht. Wir müssen Platz sparen. Wer weiß, wie viel wir noch brauchen. Ja, wenn die nachher leer gelutscht sind, sag ich mal, dann kommen die auch weg. So Stück für Stück. Das ist einfach nur, falls ich die ganzen Ressourcen wegreiße, dass sie nicht immer hier oben versuchen, irgendwas hinzuschmeißen, sondern das hier hinpacken können. Naja, wird ja langsam. Ja, das mit dem Frieren habe ich schon mitgekriegt, Freunde, dass ihr friert. Aber... eindeutig, falsche Taste. Ganz klare Sache, falsche Taste. Jäger brauche ich noch. Wenn die Häuser da unten fertig habt, dann wird es dann auch dementsprechend Zeit für einen neuen Jäger. The reserve of stone is low. Ja gut. Ja gut. Also, erstmal ein Hunter. Praktischerweise passt er genau da rein. Normalerweise fehlt ja noch irgendwie Weber oder so. Taylor. Genau an sowas habe ich gedacht. Wie auch hinten mit hin. So. Lass mal 3 und 3. Wo war soll der Geiz? 4 und 2. Wir müssen jetzt eh die Bäume da weghauen. Und schon läuft das Ganze wieder. So, die ersten Hütten sind auch direkt in Benutzung. Wie man sieht. Da ist gleich eine Großfamilie eingezogen. Passt schon mal. Die Felder werden wunderbar bestellt. Und die Lager sind gut gefüllt mit Essen. Jetzt kommt noch nachher Fleisch dazu und Leder. Schon habe ich 6 von 6 Bauarbeitern. Ah, Stein. Ich glaube, der Stein reicht nicht aus, damit alles hier direkt gebaut wird. So wird mir hier nochmal ein paar Steine rausbitten. Wie gerade eh nichts zu tun hat. Der Vorteil ist, dass sie dementsprechend halt auch den Stein abbauen. Die denn mit nach Hause nehmen? Nee, der Weg hier muss auch noch zu Ende gebaut werden. Da war ja was.
gar nicht drüber nachgedacht. Na, der Mann warnt hier, warnt die. Dann bauen sie zuerst ihn hier fertig. Jo. Das sieht gut aus. Naja, hier kommen auch schon die ersten Steine an, also das passt dann schon. Hier kann man auf 3 runtergehen. Passt das auch wieder. Können die ganzen Laborer hier nämlich sich gleich einmal hinstellen und einmal Kahlschlag machen. Umso mehr Platz ist auch für Bäume. Können sie theoretisch hier oben auch einfach machen, ne? Wäre der Weg zumindest kürzer. Fertig gebaut, perfekt. Dann brauche ich einen Taylor, 2 Jäger, Hunter da sind sie. So, und der Rest kümmert sich jetzt erstmal ausschließlich darum. Hier oben einmal alles wegzumachen. Ja gut, ist klar, natürlich, er kann nichts machen, ne, ohne Klamotten. Die sind natürlich schon relativ schwierig. Ah, aber da kommt auch schon das erste Leder reingeflogen und schwuppdiwupp kann der schon mal Klamotten herstellen. Die sind nach wie vor mit dem Abbau beschäftigt, müssen aber alles hier runterschleppen, ne? Das ist auch noch nicht so gut gelöst. Jo, wer hilft denn alles mit? Ist immer mehr wie viele Leute. Junge, 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 Junge. Das läuft doch mal. Wie die Ratten alles weggefressen hier. Perfekt. Gut, dann dürft ihr hier gerne weitermachen. Komm, wir sind hier. Da kämen die ganzen Sachen nur noch rum. War sportlich. Dann hat der Winter, gleich fliegt mir die Ernte auseinander, macht aber nichts. Vorrat ist auf jeden Fall genug da. Wo ist denn der Hunter? Den setze ich mal um 3 hoch. Anscheinend jeder, der hier nichts zu tun hat, hilft mit. Leider gibt es hier so keine Schafe, zumindest keine gespawnt. Ansonsten hätte ich ja das Glück gehabt, dass ich sagen könnte, okay, ich mache nochmal so ein Herzmann fertig. Den hätte ich auch Wolle. Aber leider nein, leider nein, leider nein. Ja, gerade immer noch so ein bisschen fasziniert davon, ne? Also den Probespielen, da hat das länger gedauert, definitiv. Mal Klaus hier drin, ne? Nö. Nö. Da muss ich mir auf jeden Fall noch was überlegen. Klamotten. Also Feuerholz scheint soweit zu passen. Scheint damit wohl noch zurechtzukommen. Allerdings scheint halt Leder ein großes Problem zu sein.
Naja, soweit ja auch verständlich, ne?